Hallo und herzlich willkommen auf Lyrelia.de. Wir schauen uns nun die letzten Schritte unserer Kurvendiskussion, also unsere Funktionsuntersuchung an. Wir haben ja die bekannte Funktion x hoch 3 minus 9x² plus 24x minus 16. Und wir hatten in den vorangegangenen Videos herausgefunden, dass wir ein gewisses Verhalten für x gegen unendlich haben, nämlich dass es für x gegen minus unendlich von minus unendlich kommt und für x gegen plus unendlich gegen plus unendlich geht. Das heißt, es kommt von unten und geht nach oben. Was wissen wir noch? Wir haben zwei Nullstellen bei 1 und 4 und zwei Extrempunkte, einen Hochpunkt bei 2 und 4 und einen Tiefpunkt bei 4 und 0. Und wir haben herausgefunden, es gibt noch einen Wendepunkt, nämlich bei 3 und bei 2. Wenn wir das jetzt alles gemacht haben, dann ist es nicht mehr schwierig, die Funktion zu skizzieren. Vorher würde ich davon abraten, immer erst alles ausrechnen und dann skizzieren. Das heißt, schauen wir uns das mal an. Nullstellen sind bei 1 und bei 4. Also hier. Dann haben wir Extrempunkte bei 2 und 4. Ein Hochpunkt, 1, 2, 3, 4. Hier haben wir einen Hochpunkt. Dann haben wir einen Tiefpunkt bei 4 und 0. Also wo auch unsere Nullstelle schon ist. Und dann haben wir einen Wendepunkt bei 3 und 2. Mit dieser Information können wir schon relativ viel anfangen, aber ohne das Verhalten für x gegen unendlich schaffen wir es nicht. Wir wissen, die Funktion kommt von unten und geht nach oben. Das heißt, wenn hier die erste Nullstelle ist, die Funktion muss also von unten kommen. So weiter. Dann haben wir oben einen Hochpunkt. Das heißt so etwas. Hier unten ist ein Tiefpunkt. Das heißt, dazwischen muss diese Änderung der Kurvenlage sein. Dieser sogenannte Wendepunkt, ja, wo man von einer Rechtskurve zu einer Linkskurve kommt. Und dann, was wissen wir bei diesem Tiefpunkt? Es muss ja wieder zurückgehen nach Plus und Endlich. Das heißt, es muss nach oben schießen. Das heißt, ab hier geht die Funktion wieder nach oben. Und das soll ja nur eine Skizze sein. Das heißt, es ist nicht allzu schlimm, wenn es hier ein bisschen ungenau ist. Aber die wesentlichen Punkte sind drin. Hochpunkt, Tiefpunkt, Wendepunkt und die beiden Nullstellen. Nun, wenn man das jetzt hat, die Skizze, dann ist es nicht mehr schwierig, den letzten Schritt, nämlich die sogenannte Monotonie, herauszufinden. Bei der Monotonie geht es darum, ob eine Funktion in einem gewissen Abschnitt streng monoton steigend oder streng monoton fallend ist. Zum Beispiel wissen wir hier, von unten kommen bis zum Hochpunkt ist die Funktion streng monoton steigend. Das heißt, wir können schreiben, für x schreiben wir das Intervall. In welchem Intervall ist die Funktion hier streng monoton steigend? Nun, sie kommt von minus unendlich. Das heißt, von minus unendlich bis 2. Man schreibt für minus unendlich immer nicht mit eingeschlossen, weil unendlich ist keine Zahl. Zwischen minus unendlich bis 2 ist die Funktion streng monoton steigend. Nun, das haben wir den Abschnitt von Anfang bis zu diesem Hochpunkt. Nun, der zweite Abschnitt, wo die Funktion fällt, ist von gerade vom Hochpunkt bis zum Tiefpunkt, also zwischen 2 und 4. Wir schreiben für x aus 2 bis 4, 2 und 4 eingeschlossen, ist die Funktion streng monoton fallend. Und der letzte Abschnitt, eben von 4 bis plus unendlich, da fängt die Funktion wieder an zu steigen. Das heißt, für x aus 4 bis unendlich, unendlich wieder nicht eingeschlossen, ist die Funktion wieder streng monoton steigend. Das heißt, wir haben hier gar nicht rechnen müssen. Man macht erstmal einfach alles. Verhalten fix nicht unendlich, Nullstellen, Extrempunkte, Wendepunkte, zeichnet die Funktion und dann ist es ganz einfach herauszufinden, wo die Funktion steigt und wo die Funktion fällt. Dankeschön.